passend zur kommenden Weihnachtszeit, beziehungsweise ist sie ab heute irgendwie losgegangen, denn der Tag, an dem dieses Video aufgenommen wurde, ist der erste Advent. Passend zu dieser Zeit gibt es den nächsten ultimativen Weihnachtsleckereienvergleich, und zwar Dominosteine. Letztes Jahr gab es Spekulatius und Zimtsterne. Dieses Jahr gab es schon Lebkuchen und jetzt gibt es Dominosteine. Ich verlinke euch die Videos alle in der Beschreibung. Blindverkostung für die, die diese Art Videos hier bei mir noch nicht kennen. Und diesmal sind es eben Dominosteine. Ich habe 6 verschiedene Dominosteine gekauft. Einmal die hier von Aldi Nord, dann die von Niederegger, die eine gewisse Ausnahme sind, komme ich gleich zu. Dann haben wir die von Schulte. Wir haben Bio von Denré. Wir haben das Markenprodukt schlechthin für Weihnachtssüßigkeiten, Lamberts, und KingCards, kennt man vielleicht auch, haben wir auch hier. Dazu muss man sagen, KingCards und Lamberts kommen beide von der Lamberts-Gruppe und die sind auch relativ ähnlich, was die Nährwerte angeht, sind sie exakt gleich. Die Zutaten sind kurioserweise fast gleich, aber auch nicht ganz, aber vermutlich sind sie sehr ähnlich. Hier haben wir eben ein Bioprodukt, wir haben ein Billigprodukt von Aldi, welches wohlgemerkt, wenn ich richtig geguckt hatte, auch von Lamberts irgendwo hergestellt wird. Genau, aber die Rezeptur ist anders. Da sind die Nährwerte anders, sprich, das ist definitiv etwas anderes als die von Lamberts. Schulte, wie gesagt, kennt man. Das ist ja auch ein Markenhersteller. Und Niederegger. Niederegger ist an der Stelle hier eine Ausnahme. Denn übrigens auch die teuersten Preise, muss ich euch gleich nur sagen. Niederegger ist übrigens hier die Ausnahme, denn da ist eben eine Art Kirschfüllung drin. Deswegen, es wird zwar eine Blindverkostung geben, aber vermutlich werde ich die Niederegger erkennen. Aber ich möchte dann trotzdem mit verbundenen Augen versuchen zu beurteilen, wie es denn mit dem Marzipangeschmack ist. Denn Niederegger ist bekannt für Marzipan. Und ich kann euch auch hier verraten, es ist am meisten Marzipan drin. Wir schauen am Ende des Videos nochmal genau drauf, was so bei den Sachen überall drin steckt. Deswegen, die werde ich erkennen, wahrscheinlich aufgrund der Kirschfüllung, aber eben auch, sie sollen auch beurteilt werden anhand des Marzipans, so all diese Sachen. Deswegen, Brille kommt gleich auf, die Sachen werden mir bereitgelegt und dann wird durchprobiert. Ich bin sehr gespannt, wie die Sachen schmecken, vor allem die Bio-Sachen sind ja im Vergleich zu den günstigen Sachen interessant oder eben so ein Niederegger, wo viel Marzipan drin ist, Lamberts. Was werde ich vielleicht erkennen, was nicht? Seid gespannt und ich wünsche euch dabei auch viel Spaß. Und an dieser Stelle sei ja auch gesagt, um diesen Kanal zu unterstützen, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert, einen Daumen nach oben da lasst und auch die Glocke für die Benachrichtigungen aktiviert. Das unterstützt mich, dass weiterhin solche schönen Videos kommen. Ich bedanke mich dafür und jetzt starten wir durch. Ah nee, noch ganz kurz zu den Preisen. Am teuersten ist Niederegger mit 2,88 €. Dann kommt Denré mit 2,10 Euro, alles pro 100 Gramm. Dann kommt Lamberts mit 1,60 €. Dann kommen Schulte mit ungefähr 1 Euro, dann kommt KingCards mit ungefähr 70 Cent und dann kommt Aldi Nord mit ungefähr 60 Cent. Die Sachen sind hier. Ich habe wieder keine Ahnung, was wo ist. Irgendwo habe ich auch was zu trinken, damit ich nach einem Domino... Oh, wo ist das? Da? Damit ich nach einem Dominostein... damit ich nach einem Dominostein probieren kann. Ich fange jetzt wie üblich einfach mal hier an. Ihr seht, was wo ist. Ich zeige euch das einmal, dann könnt ihr auch einen Querschnitt sehen. So sehen die Dominosteine also aus. Und ich probiere jetzt hier einfach mal. Er ist jetzt auch durchgeschnitten, damit ich mal dran riechen kann. Riecht nach Lebkuchen. Riecht ja leicht säuerlich. Schön weich. Es gibt so Dominosteine. Da ist das Gelee relativ feste. Das ist hier sehr, sehr weich. Sehr süß. Also das ist auf jeden Fall mit Apfel. Das schmeckt man auch. Ich finde so mandeliges, marzipanmäßiges schmeckt man weniger. Ich finde hauptsächlich hat man fast nur süß. Ich erkenne, dass das ein Dominostein ist, aber ich finde, es ist einfach fast nur süß. Da ist so nichts, was so als sehr prägnant hervorkommen. Die Schokolade war relativ knackig. Ein bisschen diese Zartbitter, sind auch alle zartbitter. Das habe ich aufgepasst, dass da kein Vollmilch beißt. Das ist für die Vergleichbarkeit. Ist okay, aber ist jetzt nichts Besonderes. So, hier, mal gucken, hier ist eins, dann müsste hier zwei sein. Hier haben wir den zweiten. Wisst ihr was? Ich mache immer die Augen zu hinter der Brille, so rein aus Gewohnheit. Also man kann die eigentlich nicht sehen, man hat hier nur so kleine Lichtpunkte. Aber mir fällt immer wieder auf, dass ich die Augen zumache und ich frage mich, warum ich das tue. Also hier, wie gesagt, die zweiten. Ja, erstmal hier den Dominostein. Ist ja jetzt aufgeschnitten.
Ich finde, der riecht ein bisschen weniger als der andere. Moment, ich muss mal kurz gucken. Hör mal hier. Der riecht ein bisschen weniger lebkuchenmäßig, der zweite. Oh. Der ist irgendwie knackig. Mhm, sehr interessant. Mhm. Wenn man auf kleine, sehr, sehr, sehr kleine Zuckerkristalle beißt. An sich auch sehr süß. Ich finde, hier kam es weniger von dem Apfel durch. Interessant, da muss ich jetzt gerade noch mal ein Stück von nehmen. Also der Zuckercrunch ist sehr interessant. Der Lebkuchen ist ja, glaube ich, auch ein bisschen fester. Marzipan oder so. Da muss ich sagen, es ist echt schwer, dieses Marzipan selbst durchzuschmecken, weil es sehr süß ist. Also auch sehr, sehr süß, aber dieses Zuckercrunch, das gefällt mir sehr, sehr gut bei dem, muss ich sagen. Schokolade passt für mich auch. So, das dritte müsste, warte mal kurz, 1, 2, 3, ja? Mhm. Hier habt ihr den dritten. Mhm. Ja, eigentlich sind die, also vom Geruch sind die eigentlich alle relativ ähnlich. Hier ist wieder diese Apfelfüllung sehr prägnant. Kommt mir ein bisschen zu dem ersten ähnlich vor, vom Geschmack. Auch wieder sehr weich innen drin, diese Creme. Aber diese, also beim zweiten hatte diese Gelee-Füllung, war die am weichesten. Bei 1 und 3 auch weich, aber vergleichbar. Ich weiß nicht, ob es ähnlich irgendwie gemacht ist. Aber auch hier, Entschuldigung, muss ich wieder sagen, mir kommt überall zu wenig Marzipan durch. Es ist für mich einfach nur süß irgendwie. Also so richtig umhauen tut mich hier keiner. Der zweite hat, wie gesagt, dieses Zuckerknack. Aber sonst ist da jetzt nicht so, wo ich sage, wow. Also jetzt hier das vierte. So sehen die aus. Oh Gott, Leute, das ist echt schwer, weil... Denkt dran, schreibt mir mal in die Kommentare, was denn eure liebsten Dominosteine sind und warum. Ich finde, die riechen auch ähnlich wie eigentlich alle. Leute, also auch hier im Vergleich zu dem zweiten, ich finde, hier kommt am meisten Apfel durch. Dieses säuerliche, apfelmäßige kommt bei 1, 3 und 4 mehr durch als bei 2, da hat 2 diesen Zucker. Und auch hier ist das Gelee wieder ähnlich feste. Man könnte vermuten, vielleicht gehört ja dann alles zur Lambertsgruppe, aber wie gesagt, also zumindest das von Aldi hat eine andere Rezeptur als die Original von Lamberts, beziehungsweise als die Kinkerts. Und Kinkerts hat zwar exakt die gleichen Nährwerte, aber leicht andere Zutaten, was ich mir noch nicht so ganz erklären kann. Aber vielleicht sind sie ja trotzdem irgendwie ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also auch hier ist mir auch zu wenig Marzipan. Ich meine, vielleicht habe ich... Ich meine, mir ist klar, verstehe mich falsch. Ich esse ja hier kein pures Marzipan. Ich glaube, Marzipan ist so, bis auf bei Niederegger, da ist am meisten Marzipan drin, hat man hier irgendwie nur so 10-15% Marzipan. Aber für mich ist das alles nur so eine süße Masse, die da drin ist. So eine süße Creme ohne viel Mandelgeschmack. Oder Marzipangeschmack. Der fünfte. Hier sind der ist der fünfte. Vielleicht muss ich meine Nase mal befreien. Ich finde, hier riecht man auch wieder relativ wenig Lebkuchen, also diesen Lebkuchengeruch im Vergleich zu den anderen. Oh, oh, sehr knackige Schokolade. Sehr lecker. Mm. Niederegger, weil hier schmecke ich Kirsche. Und da schmeckt man, dass der ganz anders schmeckt als die anderen. Also es kann natürlich sein, dass ich es mir jetzt einbilde, weil ich weiß, dass Niederegger ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich hier mehr Marzipangeschmack habe und wirklich ein bisschen diesen Mandelaroma durchbekomme. Sehr lecker mit der knackigen Schokolade außenrum. Vom Lebkuchengeruch kam er mir allerdings dezenter vor als die anderen und er ist eben mit Kirsche...
nicht so der typische Dominostein, weil man es ja eigentlich mit so einer Apfel-Gelee-Füllung kennt. Aber ich finde den schon mal richtig gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der letzte so kann. Also ihr seht doch, ich tue mich schwer, die Sachen zu benennen. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht so wie bei zum Beispiel diese Billig-Spekulatius. Die habe ich letztes Jahr erkannt, weil ich einfach weiß, wie die schmecken. Ich kaufe die meisten. Ich bin jetzt nicht der größte Dominosteine-Experte, muss ich leider auch ehrlich sagen. Auch hier relativ guter Lebkuchengeruch. Oh, auch hier wieder schön knackige Schokolade. Mmh. Oh, komplexer. Oh, oh. Ha. Das ist bestimmt der Bio, weil er ganz anders schmeckt als die anderen. Also nicht ganz anders, aber er schmeckt anderer, ja? Mehr anders als die anderen voneinander. Sehr interessant. Wirklich, dieses Gelee hat nicht nur dieses säuerliche Apfel, sondern ist so ein bisschen komplexer irgendwie. Die Schokolade, wie gesagt, super knackig. Das gefällt mir auch. So richtig krass nach Lebkuchen schmecken sie alle nicht. Was aber halt auch daran liegt, dass es natürlich auch nur ein gewisser Anteil Lebkuchen ist. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich lege mir jetzt mal fest, ich vermute, dass das der Bio ist, weil er anders schmeckt als die anderen. Was aber, weil ich einfach glaube, dass die anderen einfach alle so, alles Mainstream, alles schmeckt alles gleich, wie bei Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist Niederegger wegen dieser Kirsche. Der zweite ist, wie gesagt, auch noch anders als die anderen. Deswegen, durch das Wissen, was ich habe, könnte ich vermuten, dass das Schulte ist, weil die anderen drei irgendwo über Ecken zu Niederegger, Lamberts gehören oder nicht. Also 1, 3 und 4 ist Lamberts, 2 ist Schulte, 5 ist Niederegger und 6 ist Dents. Verdammt, nee, aber zumindest die habe ich rauserkannt, die habe ich auch erkannt. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Ich habe es gerade auch noch nicht gesagt. Die beiden sind tatsächlich auch meine Favoriten. Die finde ich am besten. Schulte und Niederegger. Bei den Reh muss ich aber sagen, dass dieser Zuckerknack mir sehr gut gefallen hat. Das fand ich richtig gut. Und die schmecken einfach nur gleich. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, wir schauen jetzt noch mal kurz ausführlich mal ein bisschen auf die Zutaten. Aber die beiden, die kann man sich auf jeden Fall merken. So, nochmal ein kurzer Überblick. Ich kann euch direkt aber gleich schon sagen, diese drei, weil ich habe im Voraus geguckt, die sind relativ ähnlich. Wir können aber bei Lamberts mal drauf gucken. Hier habt ihr zum Beispiel die Nährwerte und hier die Zutaten. Wie gesagt, es ist wirklich relativ ähnlich. Zucker, Glucose, Fructose-Sirup natürlich, wird für den Lebkuchen gebraucht, wird für die Gelee-Masse gebraucht, wird für das Marzipan gebraucht. Weizenmehl ist irgendwo drin, Apfelmark, Aprikosenkerne, sprich kein Original Marzipan, keine Mandeln, also keine hochwertige Zutat, Kakaobutter eben für die Schokolade und so weiter, Apfelextrakte, Zitrate könnte man vermuten, dass sie extra ansäuern, weil das der Äpfel selbst nicht reicht, Butter reinfällt. Natürlich das Orangenaroma ist drin, es ist aber auch Zimt drin. Backtriebmittel, also von den Zutaten sicherlich nicht das hochwertigste und da tut sich auch das billige Produkt, macht da keinen großen Unterschied. Ihr könnt da gerne pausieren, das ist alles relativ ähnlich. Und wie gesagt, auch bei King Cuts sieht das ähnlich aus. Wenn man das vergleicht, das sind exakt zum Beispiel gleich Nährwerte wie bei Lamberts, die werden alle relativ ähnlich sein. Hier haben wir jetzt auch nochmal den Blick auf die drei. Das sind jetzt wie gesagt... hier ist Aldi, Lamberts und hier ist King Cuts. Okay, man könnte es vermuten, dass Lamberts hier ein bisschen anders tatsächlich aussieht. Von der Füllung ist ein bisschen ja, größer und auch der Lebkuchen sieht relativ anders aus. Gleich aus, aber interessanterweise, wie gesagt, die von Aldi haben eine andere Rezeptur. Also sind es vermutlich alles drei schon andere Dominosteine, die aber einfach von der Machart dann doch ziemlich ähnlich sind. Aber leicht andere Rezepturen. So, interessanter wird es vielleicht bei den anderen. Wenn wir uns jetzt hier mal Dents angucken, das Bioprodukt. Wir schneiden auch hier nochmal kurz durch, wie der von innen aussieht. Wir hatten hier diesen Zuckercrunch und das sieht man hier oben drin. Das ist so ein bisschen bröseliger und da kommt vermutlich, wenn wir mal vergleichen, hier dann eben auch der Zuckercrunch her. Ja? Das hier ist das Bioprodukt und hier haben wir auch gleich höherwertige Zutaten. Wir haben eine Apfelfruchtfüllung als erstes. Die besteht wirklich aus Apfelmark erstmal, Rohrzucker, Glucose, Invertzuckersirup, Geleemittel. Hier ist kein Aroma drin. Ja,
Und Zartbitterschokolade, 23% Kakaomasse und wir haben Rohrzucker. Wir haben echtes Marzipan drin, 11%. Übrigens ganz auch Bio-Zutaten, das muss man dazu natürlich auch sagen, das einzige Bioprodukt. Mit richtig erstmal aus Mandeln, viel Mandeln drin. Und hier nirgendwo Aroma. Blütenhonig ist drin, Gewürze, kein Aroma. Also von der Güte des Produktes sicherlich hier die Nummer 1 von Dents. Hier haben wir nochmal Schulte. Einfach jetzt hier als Vergleich nochmal aus dem Hause Lambert sowas. Sieht hier auch relativ ähnlich aus. Schulte, wenn wir hier auf die Zutaten gucken, haben wir ein bisschen mehr Umdrehungen, vielleicht ein bisschen mehr Marzipan dann irgendwie auch drin. Wir haben hier leider allerdings auch Aprikosenkerne drin, sprich kein echtes Marzipan, 40% Fruchtfüllung. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, bei Dents hatten wir 38% Fruchtfüllung, bei sowas wie Aldi hatten wir, steht gar nicht genau drauf, aber es wird alles ungefähr ähnlich sein. Aber wie gesagt, auch hier beim anderen Markenprodukt leider kein echtes Marzipan drin. So, als letztes haben wir hier, und man sieht es, was hier vom Marzipanhersteller ist. Das hier ist von Lamberts, richtig dick Marzipan obendrauf. Dafür wird ein bisschen weniger Apfelfüllung drin sein, oder so sieht man. Und das sieht man auch, dass sie der Marzipanhersteller sind an den Zutaten. Wir haben 35% Marzipan, am meisten aus 58% Mandeln, also auch das hochwertigste Marzipan. Hier haben wir 58% Mandeln drin im Marzipan. Hier hatten wir, glaube ich, irgendwie so 40 oder sowas. 48, also hier nochmal eine Ecke mehr Mandeln drin, warum auch immer Alkohol drin ist. Zartbitterschokolade, 20% Glucose, Fructose, wir haben wir Süßkirschmark. Aromen haben wir hier zum Beispiel auch nicht drin. Also ganz klare Favoriten sind die beiden, die teuersten Produkte, wobei man sagen muss, hier sind es auch noch Bio-Zutaten, sprich sie sind eigentlich, kann man vielleicht sagen, gar nicht so teuer, wenn sie jetzt nicht aus Bio-Zutaten gemacht worden wären. Versteht ihr? Also wenn man jetzt einfach die gleichen Zutaten nimmt und nicht Bio, dann wäre es vermutlich genauso lecker, weil nur weil Bio ist, muss nicht automatisch heißen, dass es leckerer ist. Kann heißen, aber muss nicht heißen, kann auch das Gegenteil bedeuten. Was sind eure liebsten Dominosteine? Ich bin wirklich sehr gespannt. Es ist ja ganz interessant, es gab drei Favoriten. Schulte, die eigentlich von den Zutaten überhaupt nicht sehr hochwertig waren. Zwar stand alibimäßig am Ende Mandeln drauf, aber das war bestimmt wirklich so wenig drin, dass sie es einfach nur draufschreiben durften. Kein echtes Marzipan, aber geschmacklich gut. Dents hingegen sicherlich am hochwertigsten, was die Zutaten angeht. Wobei man rein was Mandelmenge angeht, was wichtig ist für Dominosteine, Niederegg auf Platz 1 war. Aber bei Dents hat man halt irgendwo dann die Bio-Zutaten drin. Von daher, ja, diese drei sind irgendwo Favoriten, wobei geschmacklich, also für mich jetzt, wobei Niederegger und Schulte eben geschmacklich die besten sind. Aber bei Dents hat man eben das Gefühl, etwas Gutes wirklich zu bekommen, was die Zutaten angeht. Sowas wie Honig. Es ist natürlich super, dass das da irgendwo auch drin ist. Da haben wir auch gesehen beim Lebkuchenvergleich, da hatten die zum Beispiel als einzige auch Honig mit drin. Das ist gar nicht so schlecht. Ihr schreibt mir, wie ihr diesen Test gefunden habt. Was euch von den Produkten gefällt, was kennt ihr davon? Ich bin gespannt und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.